Der arabische Fernsehsender Al Jazeera hat sein englisches Büro in China geschlossen. Dies nachdem Chinas Regime sich weigert, das Visum einer Journalistin zu erneuern und einen Ersatzjournalisten zurückweist. Das ist die erste derartige Ausweisung eines akkreditierten Auslandskorrespondenten in 14 Jahren. Chinas Regime verweigerte diese Woche die Visumerneuerung für eine englischsprachige Reporterin des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Da auch ein anderer Ersatz für die Behörden nicht in Frage kam, war Al Jazeera daher gezwungen, sein englisches China-Büro zu schließen. Melissa Chan, eine amerikanische Bürgerin, hatte seit 2007 von Peking aus in englischer Sprache für Al Jazeera berichtet. Korruption, Katastrophen, ethnische Aufstände und Chinas schwarze Gefängnisse gehörten zu ihren Reportagen. Der Foreign Correspondents Club of China, eine von Chinas Regime nicht anerkannte Vereinigung von Auslandskorrespondenten, sagte, die Behörden hätten Chan beschuldigt, Regeln gebrochen zu haben. Wenn das der Fall ist, dann sollte die Regierung erklären, welche Regeln und Regulierungen sie verletzt haben soll. Bis jetzt haben sie das nicht getan und lässt vermuten, dass das einfach nur ein Vorwand ist. Es liegt der Schluss nahe, dass Chinas Behörden mit Al Jazeeras bzw. Chans Berichten nicht sehr glücklich sind. Obwohl die chinesische Regierung noch nicht erklärt hat, warum sie sich weigerte, Melissas Visum zu erneuern, scheint das eine Strafe für Al Jazeeras englischen Kanal zu sein, für einen Dokumentarfilm, den sie im letzten November sendeten und der die chinesischen Behörden verärgerte. Es scheint auch, Melissa selbst sollte für ihren Tonfall in den China-Reportagen bestraft werden. Wenn das der Fall ist, findet der Club der Auslandskorrespondenten Chinas es unannehmbar, dass die Regierung Redaktionsinhalte als Kriterium für die Gewährung oder Verweigerung von Journalistenvisa verwendet. Das untergräbt die Freiheit der Auslandskorrespondenten zu berichten. Chinas Außenministerium verteidigte seine Entscheidung. Ausländische Journalisten müssen ihr Visum jährlich erneuern, wohingegen andere Business-Visa mehrere Jahre gültig sind. Al Jazeera will weiter aus China berichten und mit den Behörden in Verbindung treten, um das englische Büro wieder in Betrieb zu nehmen.